Langeweile in der Corona-Quarantäne? Nicht bei Sarah Lombardi. Die 27-Jährige findet ihre Passion in der neuen Koala-Challenge. Doch vielmehr begeistert uns das Zusammenspiel mit ihrem Kompagnon. Die Sängerin meistert die Turnübung nämlich gemeinsam mit ihrem neuen Lebensgefährten Julian Büscher. Auch wenn der Profifußballer schon seit einigen Wochen fester Bestandteil von Sarahs Familie ist, wie Paparazzi-Aufnahmen Ende Februar bei einem seiner Spiele zeigten, ist dieses Video eine echte Premiere. Mit der Koala-Challenge macht das frischgebackene Liebespaar seine Beziehung auf Instagram offiziell. Und die kann sich sehen lassen. Mit der innigen Performance beweist die ehemalige DSDS-Kandidatin nicht nur akrobatisches Geschick, sondern auch, wie nah sich die beiden stehen. Berührungsängste? Fehlanzeige. Das Duo schmiegt sich bei der leidenschaftlichen Turnübung eng aneinander. Eine Offenbarung der wahrlich anderen Art. Während die Fans ihre neue Liebe feiern, scheint sie einem allerdings ein Dorn im Auge zu sein. Sarahs Ex-Mann Pietro hat wenig Lust auf eine Begegnung mit dem Sportler, wie er in einem Interview mit Spot On News gesteht. Ich will ihn gar nicht kennenlernen. Ich habe Sarah auch gesagt, sie soll jetzt erstmal 2 Jahre mit ihm zusammenbleiben. Ich habe keinen Bock, alle 6 Monate einen neuen Typen kennenzulernen. Scharfe Worte von dem DSDS-Juror. Sarah dürfte das allerdings egal sein. Sie genießt die gemeinsame Zeit mit ihrem Julian, auch auf engstem Raum.